Willkommen bei Rewe, deine Küche. Mein Name ist Johnny. Und heute kochen wir ein leckeres Lammgericht mit der lieben, netten Annie Hoffmann. Tada! Fast gespürt. Guten Tag. Guten Tag, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Lamm Carrés. Wir brauchen Lamm dafür. Wir haben Lamm im Kühlschrank. Lamm Carrés. Soll ich? Hol sie schon mal raus. Genau, so steht sie schon. Und zwar haben wir 6 Stück. Ja, oben auf Grillen machen wir schön 250 Grad. Heizen den vor. Die schneiden wir jetzt schön klein. Das machst du. Die wäschst sie vorher mal ab. Für ja, zwei oder? Personen reicht das Ding völlig aus. Viertel die erstmal. Und dann kannst du mir mal direkt sagen, was dein Lieblingsweihnachtsgericht ist. Lammkarree mit Rosmarinkartoffeln. Yes. Auf geht's. Wunderbar. Ich würde sagen, machen wir ein bisschen schönes Himalaya-Salz drauf. Okay. Ja. Ah, siehst du, du räumst schon Sachen weg. Das finde ich sehr, sehr lobenswert. Denn so eine das machen Frauen in Küchen so. Ja, aber ich habe auch schon mit vielen Leuten gekocht, die dann einfach Sachen stehen lassen. Und dann sieht die Küche aus, wie, als wäre eine Bombe. Ich finde, in dem Moment, wo du fertig bist mit dem Essen, muss die Küche wieder so aussehen, als wäre keiner da gewesen. Wunderbar. So. Willst du die in den Ofen stellen? Wir können es auch zusammentun. Wir können es auch zusammentun. Zack. Wunderbar. Toller Ofen. Das ist ein wunderbarer Ofen. Lauchzwiebeln kannst du auch schön klein und dünn schneiden. Okay. Wie viele? Alle? Genau, alle. Ja. Wir machen jetzt noch eine schöne Marinade für das Lamm. Den Rosmarin, den hacken wir jetzt ein bisschen klein. Okay. Damit sich wirklich die Öle rauskommen und schön mit dem Fleisch verbinden. Jetzt! Jetzt geht's los mit dem Lammkarree. Und zwar hauen wir es jetzt in die Pfanne rein. Ja. Bei so kleinen Stücken Fleisch mit starker Hitze arbeiten, schnell in die Pfanne rein, schnell wenden und dann auch wieder schnell raus und einfach ziehen lassen. Woher weißt du, dass die Pfanne heiß ist? Weil ich es fühle, weil ich es höre und weil hier der Induktionsherd eben Booster hat. Jawohl. Kannst die Kartoffeln schon rausholen, ausmachen. Sehr schön. Okay, also wirklich nur 2 Minuten von jeder Seite. Genau, 2 Minuten von jeder Seite. Sehr schön. Und jetzt kommen die Tomaten ins Spiel. Und die hauen wir auch einfach in die Pfanne rein. Wie lange lässt du die jetzt da drin? Ich matsche jetzt so ein bisschen an, dass so ein bisschen Soße, so ein kleiner Saft entsteht. Drücken wir jetzt kurz an. Jetzt schwenken wir die Kartoffeln und die Cherry-Tomaten nochmal mit 2 Esslöffeln Olivenöl durch. Und Lauchzwiebeln noch oben drüber, die wir vorhin geschnitten haben. Können wir jetzt essen? Machen wir sofort. Beeil mich. Ich glaube, zu Hause ist das noch nicht erfunden worden, dass es Geruchsfernsehen gibt, aber es riecht so unfassbar gut. Sehr gut. Gebt noch ein bisschen Zitronensaft oben drüber. Mhm. Jetzt machen wir noch so ein kleines Dressing. Olivenöl noch mal rein. Mhm. Zitrone, das kannst du besser als ich. Zeit, um es anzurichten. Ja. Und jetzt wird nur noch gegessen. Genau. Das sieht so mega aus. Das sieht so gut aus, das könnte man glatt fotografieren. Noch ein bisschen Sesam
Sesam, Dekoration okay. gehört auf jeden Fall dazu, ein bisschen mhm. Sesam. Kresse haben wir auch noch da? Irgendwo ist eine Schere. Irgendwo ist eine Schere. Ich hätte einen Nussknacker mitgebracht. Ich wollte dich gerade fragen, du hast nämlich die ganze was in der Tasche gehabt und das ist dein Lieblingsgerät aus der Küche. Genau, du hast darum gebeten, dass man was mitbringt, worauf man nicht verzichten kann. Ja, und es ist Vorweihnachtszeit und ich liebe... Wir haben keine Walnüsse hier, ne? Doch, wir haben mal. Nüsse passen überall rauf. Walnüsse sowieso. Etwas Pfeffer oben drüber. Okay. Darf ich? Ich kann nicht mehr. Ich möchte jetzt unbedingt probieren. Jetzt, genau jetzt. Das darf man auch so in die Hand nehmen, ne? Man muss nicht. Eigentlich schon, ja. Okay. Ja. Und ganz einfaches Gericht. Mhm. Ist perfekt. Mhm. Ist richtig gut. Wunderbar zart. Und so ein Gericht. Wie seht, geht ganz, ganz einfach und es muss nicht immer viel Shishi, viel Trala sein, sondern wirklich der Bezug aufs Wesentliche. War echt super bei dir, tschüss. Sie haut schon ab. Der Bezug aufs Wesentliche, Fleisch, Kartoffeln, Tomaten, that's it. Ein kleines Dressing drüber und alle sind zufrieden. Wenn ihr die Gerichte nachkochen wollt, geht auf rewe.de, deine Küche, da findet ihr das Rezept. Die Anni ist schon weg, ja, ich habe mich noch gern von ihr verabschiedet. Aber es ist in Ordnung, sie kann gerne alles aufessen. Deswegen bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bis dahin.